Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Profi-Amateuren und heute zeige ich euch, wie man Huhn ganz einfach fangen kann. Die Hühner haben so einen angeborenen Instinkt, dass wenn man mit einer Hand drüber geht, dass die in so eine Hockhaltung gehen. Das liegt daran, dass wenn der Hahn auf das Huhn springt, dass sie ein bisschen runtergehen, um für den Hahn es bequem zu machen. Ja, das nehme ich mir aber immer zum Vorteil, weil die Hühner ja, wenn man sie einfangen will, oft wegrennen, aber wenn man es gezielt macht und mit der Hand von oben runter kommt, dann geht es schon in diese Hockhaltung. Das können wir gleich mal ausprobieren, das klappt meistens, aber nicht immer, deswegen kann ich nichts garantieren. Wenn wir jetzt, das ging jetzt ein bisschen schnell, zeigt noch mal. Ihr müsst immer von oben drauf kommen und mit beiden Händen an den Flügeln zugreifen. Guck, und da seht ihr schon, wie es ein bisschen runter geht. Und das Hühnchen am besten so festhalten, dass es sich nicht wehren kann. Also ich habe es jetzt fest mit beiden Händen, die Flügel und die Schenkel unten, dass es sich halt nicht strammeln kann. Wenn ich die Flügel loslassen würde, würde es nämlich mit den Flügeln meistens schlagen. Und dann ist es ein bisschen blöd. Also nochmal probieren. Einfach von oben drauf. Dann halten sie ganz ruhig und rennen nicht weg, wenn man immer von oben kommt. Also man kann es dann auch so im Arm halten, schön alles festhalten, dass es sich nicht wehren kann, und dann sind sie ganz brav. Wenn ihr noch einen Tipp braucht zum Thema Hühner, Selbstversorgung, Garten oder was, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir beantworten euch das gerne. Dem Hühnchen? Danke fürs Zuschauen, euer Alex von den Profi-Amateuren.